oder Jungunternehmer und brauchst Finanzierungsmittel? Nun, dann ist das KfW Startgeld ein gutes Programm für dich. Und meine Aufgabe wird es heute sein, dir genau aufzuzeigen, worauf du achten solltest und dir einen Leitfaden zu bieten. Mein Name ist Daniel Schäfer. Ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Institut für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern auch vielfach ausgebildeter Fördermittelberater. Und da wir schon eine ganze Reihe solcher Projekte beantragt haben, vielen Menschen dabei geholfen haben, das KfW-Startgeld zu bekommen und zu investieren, kann ich dir auch einen wirksamen Leitfaden geben, der zielführend ist. Der erste Punkt fehlt bei fast allen Gründern oder Unternehmern, die zu uns kommen, nämlich der Gesamtkapitalbedarf. Der Gesamtkapitalbedarf ist eine Summe der Mittel, die du brauchst, und zwar nicht nur für deine Investitionen, nicht nur für deine Gründungs- und Anfangskosten, nicht nur für deine Marketingkosten, sondern inklusive auch der Reserve, die du brauchst in der Anlaufphase. Das Zweite, was du brauchst, ist ein Unternehmen. Egal, ob es ein Gewerbe ist, egal, ob es ein Freiberuf ist, egal, ob du eine Kapitalgesellschaft hast, ob du im Haupt- oder Nebenerwerb tätig bist, wichtig ist, dass du eine Anmeldung hast und dass diese Anmeldung nicht älter ist als 5 Jahre. Der dritte wichtige Punkt ist, dass du von dem Unternehmen, das diese Mittel beantragt, mindestens 10% Firmenanteile hast und du selbst auch in der Geschäftsführung tätig bist. Die vierte wichtige Information, die du dir beschaffen solltest über Berater oder Banken, ist die Höhe der Eigenkapitalquote. Denn im KfW-Programm steht zwar drin, dass kein Eigenkapital erforderlich ist, aber in der Branche, in der du tätig bist, da gibt es Einschätzung, gibt es Bewertung, gibt es Rating, gibt es Risikoklassen und die Bank kann durchaus sagen, wie zum Beispiel in Berlin, wenn du in der Gastronomie dein Gewerbe gründen willst, dass du 50% Eigenkapital mitbringen musst, um die restlichen 50% gefördert zu bekommen. Beim fünften Punkt geht es darum, dass du mit den Betriebsmitteln auch richtig umgegangen bist. Denn das erste ist, dass du überhaupt eine Reserve eingeplant hast für die Anlaufphase, für die Personal- und Fixkosten, die gezahlt werden wollen, auch dann, wenn die Umsätze noch nicht zur Tragfähigkeit ausreichen. Und der zweite wichtige Punkt zum Thema Betriebsmittel ist, dass du nicht mehr als 30.000 Euro Betriebsmittel durch Fremdkapital decken willst, denn das KfW-Startgeld setzt hier ein Limit drauf und gibt dir nicht mehr als 30.000 Euro Betriebsmittel. Beim sechsten Punkt geht es darum, dass du aus der Sicht der Bank kreditwürdig bist und auch deine Mitantragsteller. Dazu gehört nicht nur, dass du die Schufa prüfst und die Kreditreform, dass du keine Steuerschulden hast, sondern dass auch alle Jahresabschlüsse und Erklärungen auf dem aktuellen Stand sind. Dazu gehört auch, wenn du Mitarbeiter bereits hast, dass du keine Außenstände bei Krankenkassen hast, dass du keine Außenstände bei den Knappschaften hast. Beim siebten Punkt geht es darum, dass alle Unterlagen vollständig sind, bevor sie zur Bank gehen. Denn bei der Bank sitzt als erstes ein Häkchenmacher, der kontrolliert nur, ob alles vollständig ist. Fehlt eine Unterlage oder sogar zwei, dann kriegst du die Unterlagen zurück oder verlierst viel Zeit. Deshalb lade ich dich ein, wenn du Unterstützung brauchst beim KfW-Startgeld, dass du gerne Gebrauch machst von unserem kostenfreien Erstgespräch. Wir haben nicht nur die Vorlagen für den Businessplan, für den Finanzplan, sondern wir wissen auch ganz genau, was 100% Vollständigkeit der Unterlagen sind. Und das Gute ist, wenn du dann unser Beratungsteam in Anspruch nimmst, wir arbeiten bundesweit, dann kannst du auch die Kosten zwischen 50% bis 100% fördern lassen. Greif also jetzt zu, abonniere nicht nur unseren Kanal, sondern buche auch und sichere dir das kostenfreie Erstgespräch. Und dann sparst du erfahrungsgemäß zwischen 2 bis 8 Wochen an Zeit und du kriegst wesentlich schneller das Geld ausbezahlt. Und wir bleiben auch danach mit dir in Kontakt, wenn es darum geht, dass nach der Auszahlung der Mittel und Verwendung der Mittel der Nachweis an die Bank geschrieben werden muss. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.